Scheinwerfer passend zur Musik steuern? Das wäre schon cool. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zum 6. Tutorial in dieser Reihe. Heute zum Thema Linking. Stagelight unterstützt die Synchronisation per Ableton Link und per MIDI Clock. Und jetzt viel Spaß beim Video. Wir fangen an mit Ableton Link. Wie der Name vermuten lässt, ist Ableton Link eine Technologie von Ableton zur Synchronisation von elektronischen Musikinstrumenten, die aber auch von vielen DJ-Anwendungen unterschiedlicher Firmen unterstützt wird. Dabei werden die Geschwindigkeit und Beat synchronisiert. In Stagelight unterstützt der Global BPM Chaser diese Technologie. Dazu muss Ableton Link in den Einstellungen aktiviert werden. Wenn ich jetzt ein linkfähiges Gerät aktiviere, finden sich beide oder auch mehrere Geräte automatisch im Netzwerk. Starte ich jetzt eine Cue-Liste vom Typ Chaser, sehe ich hier an der gelben BPM-Anzeige, dass die Geschwindigkeit synchronisiert wird. Sehr schön funktioniert das auch mit der DJ-App. Hier gibt es eine Auto-Cross-Fading-Funktion mit Geschwindigkeitsanpassung, die dann auch die Geschwindigkeit der Chases in Stagelight anpasst. Neben Ableton Link unterstützt Stagelight auch das Synchronisieren per MIDI Clock. Das bieten natürlich auch die bereits gezeigten Systeme an. Aus diesem Grund möchte ich hier den Fokus mehr auf gitarrenlastige Musik legen, und zwar mit dem Boss RC5. Per Default ist MIDI Clock Out aktiviert. In Stagelight muss ich mich zuerst mit dem RC5 verbinden und dann die MIDI Clock Message mit dem Chaser MIDI Trigger Event belegen. Als letzten Schritt aktiviere ich MIDI bei den Sequenzen. Und wenn ich jetzt die Geschwindigkeit anpasse, passt sich auch die Geschwindigkeit des Chasers an. Verwendet ihr Linking in Stagelight? Wenn ja, dann schreibt mir doch mal, welche Art und mit welchen Geräten. Solltet ihr das noch nicht ausprobiert haben, dann wird es aber Zeit. Im nächsten Tutorial geht es um OSC. Ich zeige euch, wie ihr zum Beispiel den ETIM Mini mit Stagelight steuern könnt. Damit ihr das Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden, wenn es neue Features in Stagelight gibt. Bis zum nächsten Mal, euer Marco von Stagelight.